Das dauert ja noch länger als das Laufen. Huch! Wer spuckt uns denn da von der Seite an? What the fuck? Wie in Ruhe. Ah, ich wäre ja schon zufrieden, wenn wir wenigstens eine Erinnerung heute noch schaffen würden, ne? Live. Das war der auch nicht. Nee. Das ist auch nicht. Die arbeitet hier. Wiedersehen. Warum haben wir den Kangas anfangs an jedem Stall getroffen? Und jetzt ist er auf einmal futsch. Vom Erdboden verschluckt. Tja. Aber dieser Terry ist auch immer überall. Ich glaube fast, er hat nur bestimmte Ställe, an denen er ist. Er ist nicht an jedem Stall. Ich glaube fast, dass er dass er nur an bestimmten Stellen ist und da dann jeweils immer, also an dem Stall ist, wo die Erinnerung am nächsten dran ist und dann sag mal schnell. Und da ist er dann immer einmal und nicht so wirklich an jedem Stall. Boah, ich schaue jetzt hier noch einmal nach, ob er... Ah, da ist er doch, guck mal. Genau, das ist er. Von diesem Stall aus betrachtet zeigt der Vulkan ein völlig anderes Gesicht. Hallo, so sieht man sich wieder. Bist du auch auf der Reise? Ja. So, dann schaffen wir wenigstens noch eine Erinnerung heute. Das ist doch schön. Das ist der Komolo-See, glaube ich. Er liegt im Westen von hier. Den machen wir noch und dann machen wir Schluss für heute. Hier müsste der sein. Nice. Unsere wievielte Erinnerung ist das dann? Ich glaube die fünfte, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was? Hä? Wir haben doch noch nicht so viele Erinnerungen, oder? Nee, warte mal, hä? Foto, ja, ich kann ihn einmal fotografieren. Das ist Kangas. Oh. So. Hä, aber... Ach so. Hier werden nicht nur die Fotoerinnerungen aufgezählt, sondern auch alle, die man nach den Titanen und... Ach so, alle Erinnerungen, die man... Ja, okay. Ich verstehe. Okay.
Ja, okay. Jetzt hätten wir uns auch theoretisch ein Pferd vom Stall mitnehmen können. Ich vergesse das immer, ne? Mit den Pferden. So, naja, dann laufen wir eben. Oh, bei so einem Baum muss ich immer schauen, ne? Und da liegt da sogar ein Stein auf dem Baum? Da liegt ein Stein auf dem Baum. Und wir hatten schon öfters mal, dass ein Stein auf dem Baum ein Krog war. Also von daher, tatsächlich, nice. Sollte man immer überprüfen. So. Sehr schön. Ja, go, ne? Machen wir die noch platt. Schon tot? Schon tot, aber der Babbo lebt noch. Jo, jo. No. Boah, was war das für ein Sturmangriff? Okay. Dann sollte aber auch die Erinnerung jetzt eigentlich gar nicht so schwer zu finden sein, oder? Aber das habe ich mir bei der Erinnerung beim Stall von Hyrule auch gedacht. Und dann haben wir ewig lange danach gesucht. Soldaten-Zweihänder. Haben wir noch irgendwas? Oh, nee. Komm. Lassen wir die Truhe zu. Scheißegal. So, hier ist der See. Frag sich nur, wo die Erinnerung ist. Oh, da ist noch ein Lager. Oh. Oh. Aua. So, geh erstmal weg. Ausweichen. Erstmal der weg. Und jetzt haben wir noch den einen. Der hält immer ein bisschen mehr aus. So, damit wir jetzt auch gleich in Ruhe diese Erinnerung suchen können und nicht von irgendwelchen Spacken hier gestört werden. Holzpfeile, die nehme ich doch gerne. So, ein paar Rubine. Da ist noch ein Bockbin, den machen wir gleich auch noch platt. Wir können ein bisschen Fisch klauen. So. So. Tja. So. Dann lass uns mal schauen. Das Foto. Das Foto. Hier war das, ne? Worum ging es jetzt nochmal genau? Hier rum, ne? Das ist das. Die Zwillingsberge sind im Hintergrund. Wo sind die Zwillingsberge? Da. Also müssen wir theoretisch irgendwie auf die Seite hier, oder? So, schauen wir mal.
Aber eigentlich müsste das doch so sein. Drei weiße Bäume. Ja gut. Hier sind überall mehrere weiße Bäume. Haben wir hier noch einen Krok? Oh shit! Nope. Aber einen riesen Boss haben wir hier noch. Wow. Ich will nicht! Nein, nein! Geh weg! Ich will nicht gegen dich kämpfen. So, die Erinnerung müsste theoretisch hier irgendwo sein. Oder nicht? Und das... Okay, der Torbogen ist links von den Zwillingstürmen. Der Bogen, der da, ist links davon. Das heißt, hier rüber. Ja, genau. Und da ist es auch schon. Nice, sehr schön. Das war wieder leicht zu finden. Genau, das ist es. Nice. Als nächstes gehen wir nach Coronia. Es gibt viel zu tun. Ich muss an dem Titanen dort arbeiten, damit Darok ihn besser steuern kann. Auch wenn wir zahlreiche Tests durchgeführt haben, ist es trotzdem eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber fest steht, diese Relikte wurden von unseren Vorfahren erschaffen. Das heißt, wir können sie verstehen und herausfinden, wie sie funktionieren. Du wirst schon sehen. Wir werden die Verheerung, wir werden Ganon damit besiegen. Dafür sorge ich. Sag mir, hat das heilige Bannschwert seine Geheimnisse mit dir geteilt? Die Stimme, die seinem Stahl innewohnt. Kannst du sie wirklich hören? Sehr schön. Hup. Wir hatten auch... Ja, die Frage ist jetzt nur, wir können einmal ganz kurz schauen. Ey, Philo. Das muss doch auch was gewesen sein, ne? Richtig. Aber waren wir da nicht schon mal? Hatte ich nämlich auch was in Erinnerung. Wir können... Ich schaue noch mal eben eine Sache. Entweder da befindet sich noch eine Erinnerung. Wenn ja, machen wir die heute noch. Und wenn nicht, dann machen wir das nächste Mal. Ich meine nämlich da, mich an was erinnern zu können. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt schon gemacht hatten oder nicht. Doch, die hatten wir schon, die Erinnerung, ne? Oder?
Auf jeden Fall ist Kangis hier nirgendwo mehr. Dann werden wir die hier schon gemacht haben. Ja, okay. Stall der Ebene. Stall am Fluss. Stall der Zwillingsberge. Das Problem ist halt auch, um die Hinweise von Kangis zu bekommen, müssten wir natürlich auch den Stall entdeckt haben, ne? Ohne den Stall, dass wir den schon mal entdeckt haben. Vielleicht sind wir auch schon an ein, zwei Stellen einfach vorbeigelaufen. Das könnte theoretisch natürlich auch sein, ne? Dass wir einfach dran vorbeigelaufen sind, ohne die aufzudecken. Und das genau ein Stall gewesen ist, wo Kangis zum Beispiel uns auch einen Hinweis hätte geben können. Hier waren wir auch schon, das war mit den Ruinen hier, oder? Oder? Wenn der denn hier überhaupt war oder ist, oder ich weiß es ja auch nicht. Da ist schon wieder Terris. Hallo Terry! Ich glaube, das war jetzt für den Moment tatsächlich erstmal alles. Ich glaube, Stall am Fluss. Tja. Tja. Ich glaube, da war jetzt erstmal alles, was wir machen konnten. Ich wollte nur mal ganz kurz schauen. Mir kommt das ein bisschen so komisch hier oben vor. Ställe sind schon relativ häufig in dem Spiel vorhanden. Da kommen mir so Stellen vor, wo so richtig viele Schreine auch waren. Zum Beispiel hier bei dem Wald. Dass es da nicht irgendwo einen Stall gibt, finde ich irgendwie merkwürdig. Aber vielleicht gibt es sie. Wartet mal. Lol, seht ihr das? Das ist ein Stall. Hä? Den sehe ich ja jetzt. Boah, habe ich mir doch fast Lol. Lul? Den Stall, den haben wir noch gar nicht. Okay, auf hin. Okay. Wenn wir Glück haben, steht Kangis da auch nochmal. Das wäre ja mega geil. Da könnten wir doch noch eine Erinnerung heute machen. Komm schon, lass es ein Stall sein, wo Kangis steht. Und auch noch ein Schrein in der Nähe. Ja, cool. Da ist auch der Schrein. Okay. Vielleicht kriegen wir auch noch beides hin heute. Das wäre echt geil. Komm schon, lass Kangis hier stehen. Da steht er tatsächlich. Nice. Das ist ja geil. Okay, dann machen wir noch den Schrein und die nächste Erinnerung heute. Und dann war's das. Cool. Ein Bild zeigen willst, dann nur zu. Ja, nice. Dieses Bild auf dem Hintergrund ist Schloss Hyrule, ja. Im Süden von Schloss Hyrule gab es früher einen Festplatz, auf dem Ritterzeremonien durchgeführt wurden. Hier sind dort nur noch Ruinen, aber so muss es wohl einmal ausgesehen haben. Okay. Diese Gegend ist jedoch äußerst gefährlich. Wenn du dorthin willst, nimm dich in Acht. Oh, okay. Und wo war das jetzt ungefähr? Im Süden von Schloss Hyrule. Okay.
Im Süden von Schloss Hyrule. Och, das ist schon wieder so ein... Der ist schon wieder schwieriger beschrieben, ne? Okay, dann machen wir jetzt als erstes den Schrein. Und dann suchen wir nochmal die Erinnerung. Ich hoffe nicht, dass die noch eine halbe Stunde dauert. So. Mäßigung. 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 Okay. Was gibt es hier zu tun? Huch? Ach so. Hä? Nee. Doch, lassen wir die Kugel da respawnen, oder was? Okay. Eisenhammer. Her damit. Her damit. Hä? Was sollen wir mit der Kugel tun? Okay, ja. Dieser Kristall hier, dieser Schalter ist auf jeden Fall dazu da, um die Kugel zu resetten. Aber hä? Darüber kriegt man die Kugel definitiv auch nicht. Magnetisch ist er auch nicht. Ja, wir können die theoretisch... Aber was soll das bringen? Drüber schlagen. Aber selbst habe ich mir... Ja, aber wir können es ausprobieren, klar. Aber selbst wenn, was soll uns das bringen, wenn die dann da drüben im Wasser liegt, die Kugel? Nein, nicht so weit. Nein. Och man, Filu. Muss ich erstmal wieder hier drauf kriegen. Kann ich die gegen die Truhe werfen? Ja, da werfe ich sie drüber. Oh! Ja, okay. Aber selbst wenn, was soll das bringen? Und ich glaube, so weit kommen wir aber nicht mal, ne? Oh, doch! Okay. Okay. Alles klar. Ich könnte schon wieder zu schräg sein. Nicht stark genug? Das wieder... Waffenverschwendung hoch, weiß ich nicht. Achso, vielleicht haben wir auch dafür den Hammer bekommen, ne? Vielleicht ist das mit dem Hammer besser.
Man darf auch nicht zu feste oder was? Ach komm! Fuck. Ah, fuck. Eieiei. Aber passt mal bitte auf, ja? Passt mal auf. Ich mache hier die Kugel mit dem Start des Dingsbums. Stell mich genau gerade davor. Okay, jetzt hat es geklappt. Ich schlag mal dreimal. Das ist dreimal schon zu viel, ne? Dreimal ist zu schwach. Puh. Warum? Ich glaube, Baseball ist nichts für dich. Nee, nee, nee. Einfach so. Ist das so gerade? Ich weiß es nicht. So ist gerade. Zwei. 3, 4, 5. Oh, ja! Philo, geh mal bitte. Das war noch nicht alles? Oh je. Yeah. Na gut, das war jetzt relativ einfach. Okay, okay, okay. Dann geht's ja. Das war jetzt relativ einfach. Sag nicht, es gibt hier hinten nochmal eine. Oh shit. Okay. Wahrscheinlich noch ein Hammer drin, ne? Ja, 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 okay. Für Weitwurf. Ja, 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 okay. What the hell? Zwei, drei, vier, fünf. Okay, man braucht auf jeden Fall sechs. Man braucht auf jeden Fall sechs Schläge Minimum. Also ich haue so eine Scheiße, oh Mann, was soll das? Und als ich wiederkomme, also das war jetzt wirklich, ach Quatsch, nein, das war nicht einfach. Das ist eine Scheiß, das ist ein Scheißschreien. Eins, ah. Das ist ein Scheißschreien.